So, machen wir dann weiter. Die Macht, Kernpunkte zu erfassen. Mit dem Rüstungstaraki werden der Körper und Gegenstände härter gemacht. Kämpfe an der Seite von Haki-Nutzern, um die Logia-Nutzer zu besiegen. Oh nein, Logia-Nutzer, echt jetzt? Rüstungshaki-Team gegen Logia-Nutzer. Na gut. So, es wird Shanks gewünscht. Wir holen Shanks. Da ist er. Unser Brutalo. So, Wachstumskarte. Was haben wir denn erstmal so Hübsches? Können wir irgendwas doch frei machen? Wir können auch einiges frei machen. Noch zwei Angriffe, die wir noch nicht kennen. Was ich ein bisschen schade finde. So, Verteidigung groß. Ah, Verteidigung wäre auf jeden Fall schon nicht schlecht. Ah, Angriff groß, ne? Ist auch schon. Angriff setzen, so. Level 9 Angriff, Level 9 Verteidigung sollte erstmal ganz gut sitzen. Muss ich mal kurz gucken. Spezialangriffe, Heldenkugel, neue Weltangriff. Welle. Ja gut, neue Weltangriff und Heldenkugel. Wäre schön, wenn ich die machen könnte. Mehr habe ich jetzt auch gerade noch nicht. Ja, aber neue Weltangriff, da fehlt uns eine Medal. Und Heldenkugel genauso. Zwei verschiedene Medals. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Die Dinger habe ich auch, glaube ich, komplett. Das ist hier Schraubenklinge. Fehlt uns natürlich auch erstmal eine Medaille von Kaido. Ich bin echt bei diesen beiden hier noch gespannt, was ich da rauskriegen kann. Ich weiß leider nicht, wann die freigeschaltet werden. Noch ein bisschen auf Verteidigung. Angriff. Ja, komm, ich mach noch mal einmal, zweimal. Ja, doch, nur einmal Verteidigung. Es fehlt eine. Ja, komm. Fertigkeiten passen. Dann legen wir mal los. Auf geht's! Nach Dressrosa! Sate, Yoi wa ii na? Kuu Sentou kaishi da! Uzaketa koto o nukashi aru! Shanks gegen Roger-Nutzer hier. Eigentlich passt das sehr gut. Erstmal 500 Gegner, Missions... missionsbedingt 500 Gegner. Ja, hallo Smoker. Haben wir hier mal irgendwo Gegner? Mal eine größere Menge Gegner? Ah ja, guck mal, da kommen sie schon. Einfach nur brutal, ey. Dann schnetzelt die einfach nur noch weg. Reiju! Auf meiner Seite, schön. Bams, aufgeräumt. Was haben wir da? Ein bisschen mehr auf Angriff. Sabo ist aufgetaucht. Prügel Ichiji und Co. gemeinsam mit Reiju. Okay. Mal gucken, ist das hier der richtige Weg? Ja, sieht zumindest danach aus. Ja, gegen die ganzen Jama. Ist klar. Ich
Samu in Richtung Shanks vor. Ja, komm mal her, ja. Aua, Ace ist aufgetaucht. Ja, ist schon klar. Ich will ja die Monster hier. Oh, komm, ich komm hier nicht weg. Was ist denn das? Das ist jetzt natürlich ein bisschen fies, wenn ich hier so fest sitze. Alter. Nicht was, da liegt was. Links Energie, her damit. Oh, Yanji ist gleich weg. Ja, Eki ist aufgetaucht. Eki ist doch kein Logia-Nutzer. Oh nein! So, Sabo ist jetzt auch mein Mann. Oh Gott, das war jetzt gerade schon ein bisschen nervig. Ace ist auch schon auf dem Vormarsch. Instenergie. Bokodai ist schon da, alles klar. Warum muss das Crocodile sein? Ich hätte jetzt Akaino oder sowas erwartet. Der donnert hier die Verteidigung einfach nur runter. Was, Bellamy ist auf meiner Seite? Okay, wusste ich gar nicht. Aber wir sind eh gleich fertig. Ichiji und Co. besiegt. Als die Mission wird das jetzt erst getriggert. Ey, dass der so lange durchhält. So. Das war's. Ey, das war aber wirklich eine schöne, schnelle Runde, ne? Ey, 5 Minuten! Also, Shanks ist brutal. Das kannst du nicht anders sagen, ne? Das ist Wahnsinn. Der ist irre. So, mit wem wollen wir denn gleich als nächstes zocken? Mit Shanks kann man hier echt so einiges dominieren. Den ausbauen. Boah. Der wird brutal. Der wahre Wert der Funkelfrucht. Oh nein, Kizaru. Perfekter Schutz vor blendenden Strahlen. Die Sonnenbrillenträger versammeln sich. Kämpf an der Seite von Kizaru und besiege die Sonnenverehrer. Was? Sonnenbrillenarmee gegen Kizarus Armee ist klar. Was ist das denn wieder für eine Story hier? Oh
Gott! Okay, mit wem wollen wir zocken? Also, das ist schon brutal mit dem, also Hammer. So, was haben wir denn hier noch? So, ja, Teach können wir ja auch demnächst freischalten. Ne? Schließt die Episode ein Kampf um den Thron ab. Auf der Gwentline. Wer trägt denn noch Brillen? Wer Brillen trägt, das wäre hier Kit. De Flamingo. Ne, total provokante Brille hier. Brille. Tatsächlich Kizaru auch. Herr Shigi, ja. Das ist keine Brille. Ichiji und Niji. Von den Strohhüten keiner. Ja, das war's dann. Also, der Flamingo, ne? Weiß gerade gar nicht, war der eher langsam oder war der schnell? Weiß es gerade gar nicht mehr. Ich kribbel hier hinten schon wieder. Lass extrovertierte Seite heraus. Was? Lass extrovertierte Seite heraus. Wie meinst du das jetzt? Flamingo? Okay. Dann checken wir den noch mal. Wie sieht's denn hier aus? Ui, da haben wir ja noch nicht so wirklich viel ausgebaut. Eieieiei. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Diese Angriffe sind erst auf Level 6. Da fehlt erst noch die eine Medaille, die wir jetzt erst mit dieser Mission freischalten. Damit wir da hinkommen. Opecha zu Opecha fast auch. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. So. Wegbahn erstmal. Was? Och nö! Mann! Schon wieder diese verdammte Geldsackmedaille, ey. Das ist so fies. So, Godthread. Rast mit unzähligen Fadententakeln durch Gegner durch. Was? So, Familienbande. Stellt Leben und... Ja, um einen bestimmten Betrag wieder her, wenn du Verbündete rettest. Mal Verbündete rettet. Ja, das kommt jetzt leider nicht so oft vor. Aber ich habe trotzdem schon mal verfügbar. Oh, der Himmelsdämon können wir leider noch nicht machen. Genau. Dazu fehlt auch noch eine Medaille. Hier auch. Der Vogelkäfig. Fängt die Gegner in einem Käfig aus Fäden ein, versiegelt ihre Bewegungen und zerschneidet sie mit unzähligen Fadenstücken. Das wird definitiv ein 3- oder sogar 4-Sterne-Angriff sein. Definitiv. So, Königshaki. Ja, gibt es jetzt leider auch nichts mehr Besonderes.
Ever White verwandelt den umliegenden Boden in Fäden und greift mit aufstrebenden Fadententakeln an. Okay. Mal gucken. So, erstmal nach ganz oben. So. Der Vogelkäfig. Ja, definitiv ein Vier-Sterne-Angriff. Overheat. Nur 3-Sterne-Angriff? Echt? Kumonosugaki. Ja, nur ein 2-Sterne-Angriff. Müssen wir mal gucken, ob wir da was Besseres finden. God's Threat. Was mit uns liegen? Fahrententakeln. Als total. Ever White. Ja, auch nur 2 Sterne. Gut. Overheat. Dann beiden sind alles so. Ja, gut. Passt schon. Und was machen? Nö. Das war's dann erstmal. Okay. Den Toten kommen unsterblich. Führung nehmen wir mal raus. Da packen wir erstmal Münzsammler rein. Oh. Oh. Kann man noch einen Fähigkeitenplatz freikaufen? Schade. Na gut. Gucken wir mal, wie er sich jetzt macht. Da. Das war alles mitgerissen hier. Verprügel Bellamy. Oh Gott, wie das auch wieder passt, ne? Ich erstmal volle Kraft gehörst hier. Alter! Oh, du rastest jetzt auch wieder aus, oder wie? Ja, mal Kommandant. Och nö. Soll ich schon wieder die Double Sixer hier? Aua. So, Bellamy ist ausgepeitscht worden. Einfach nur mitgerissen hier. Gab es auf meiner Seite, echt? Wo ist denn der? Da oben, okay. Jabura und Carrot sind aufgetaucht. Oh oh, na, das kann nicht gut gehen. Okay. Diesen Angriff nehmen wir an. Carrot rückt Richtung Jabura vor. Oh, das ist so ein fieser Plot eigentlich. Also es ist auf jeden Fall brutal. Ja, Jabura ist ja auch schon hier. Ja, läuft. Wie sieht's mal mit Lebensenergie aus? Wo ist Jabura hin? Da. Okay, bei uns war 500 Lebenspunkte kassiert.
Nichi und Co. sind aufgetaucht. Irgendwie habe ich mit sowas schon gerechnet. So, Carrot ist sicher. Passt der Nichi und Co. eine Abreibung? Ja, das können sie gerne haben. Boah, ich brauche Hilfsenergie. Ich brauche erstmal Hilfsenergie. Haben sie hier unten nichts fallen lassen? Oh, das ist ja fies. Ja, Mensch ist auch hier, okay. Nichi ist hier, alles klar. Jetzt wird's brutal. Müsst du gegen mich kämpfen? Nein. Hast du meine Elektrizität? Ja, Nichi. Ich bin wieder fast tot. Ich brauche unbedingt Lebensenergie. Aber richtig dringend. Am besten gar nicht erst angreifen lassen hier. Au. Ah, Mist, ey. Der ist ja ausgebrochen. Wie fies. Aua, 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 aua. Hilfe, ich sehe nichts. Ey, ich komm hier nicht weg. Hilfe. Das war eng. Das war eng. Ich brauche unbedingt Lebensenergie. Alter, habt ihr hier keine Lebensenergie hingelegt? Gucken, vielleicht findet man ja hier noch irgendwie was. Oh Mann, bitte, ich brauche unbedingt Lebensenergie. Was? 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 Nein! Es war fies, weil ich an einer Stelle auch nicht mehr wegkam. Hat man mich ja auch hier gemobbt bis zum geht nicht mehr. Ja, der Flamingo-Fail. So, und ich krissel hier hinten schon wieder.